Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Ründchen im Among Us. Eine Runde, auf die ich unglaublich stolz bin. Und ich bin so gespannt, was ihr schreiben werdet. Wir waren heute im Poster und haben ein klein bisschen gespielt. Man könnte auch sagen, wir haben ein klein bisschen gezockt. Ich wünsche euch unglaublich viel Spaß bei der Folge. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe auch ein klein bisschen was reingeschnitten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr die Folge gesehen habt, schreibt wirklich gerne einen Kommentar. Ich würde mich freuen, es zu lesen. Und genießt die Show. Viel Spaß. Nein! Ich will nicht Imposter sein und vor allem nicht auf Mira. Erster Kill. Dado ist es. Oh, ich bin so nervös. Ich kann das Spiel gar nicht. Unge tot in. Oh Gott, wie heißt denn das? Cafeteria und Vlesk kam mir entgegen vorher. Wieso hat Vlesk seine Richtung geändert? Oder war das Mäntel? Fuck. Warte mal. Wir essen gerade alles in der Cafeteria. Also, das ist rechts unten. Genau. Ich bin also am Anfang, es müssen zwei auf dem Balkon sein und einer in der Cafeteria. Was ist der Balkon? Da, wo man unter die der Cafeteria schießt. Unter der Cafeteria. Und genau da bin ich. Und ich mache gerade die. Das ist geil. Wo ist das? Genau da. Ja, nee, ich wusste nicht, wie das heißt, aber ich mache gerade der Asteroidenquest. Ist da noch jemand bei dir? Ich stand vor. Ja, das ist nämlich das Problem. Wo? Entweder habe ich Lara gesehen, wie sie reportet hat. Nee, ich hab Unge gerade gefunden, aber Vlesk kam mir vorher entgegen. Aus Cafeteria. Aber das ist. Okay, Vlesk, erklär mal, was du da gemacht hast. Was? Okay, hast du vielleicht jemanden neu gemordet? Okay. Sorry, was ist passiert? Wo bist du gerade? Oh, ganz ja, nicht mal. Ich glaube, der benutzt unser Second Screen. Er macht den Matteo aus Runde 1. Nee. Die Lost-Karte zieht aber bei Vles gar nicht. Hey. Ich rede. Ich war Cafeteria unten mit Unge und beide den Wetterballon gemacht. Ich bin da oben gelaufen. Lara ist an mir vorbei. Und ich stehe jetzt oben neben Anni am Admin-Panel. Aber Unge war noch am Leben, als ich da oben gelaufen bin, ich schwöre. Also ich würde gerne sagen, dass ich auch gerade in die Cafeteria gelaufen bin. Und aber ich habe noch Lara gesehen, wie sie mir gegenüber laufen wollte und dann wieder zurückgelaufen ist. Nein, weil ich habe uns auch ein bisschen komisch. Warum? Also, weil ich bei Balken den Task gemacht habe und dann bin ich halt, ich wollte halt wieder raus aus der Cafeteria, bin dann aber nicht nochmal. Okay, dann hättest du mich vorher schon finden müssen, weil ich war schon lange vor Linda wieder an Admin-Panel. Wer waren denn die vier, die ganze Zeit in Reaktor waren, oben links? Das geht dich gar nichts an. Ich. Sag's also nicht, Leute, sag's nicht. Es sah ein bisschen so aus, als hätte Lara dann einen Weg gemacht und wollte gerade weglaufen und ich kam ihr entgegen. Ich wollte halt gucken, ob links noch was liegt, wollte rechts hoch und dann habe ich den Report-Button gesehen und bin ein Stück nach links gelaufen. Also Lara, sag mal Banane, bitte. Banane. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Also ich sage, Blesk war das nicht, weil er würde einfach wegwenden. Ja, aber ich hätte doch, warum sollte ich sagen, dass ich da unten bin, wenn es keiner weiß? Das ist super lange her, dass Blesk hier aggressiv ist. Ja, ich kann es nicht gewesen sein, weil dann hätte Lara schon lange den Body finden müssen, schon lange vorher. Ja. Weil die ich war ja unten im Balkon, er liegt ganz links. Nein, du warst nicht Balkon, ich war da alleine. Ich bin da lang gelaufen, ich bin doch sogar durch diese Schiebetür gelaufen. Mhm.
Bin ich gemutet, Discord? Hört ihr mich? Bin Imposter. Test 1, 2, 3. Ich bin's. Drück nicht den Button, um mich zu voten. Shit, Dalu, Alter, ich war gerade richtig verwirrt. Aber der Spot ist geil, oder? Also wenn du da warten willst, ist der geil. Und dann standest du da in der Mitte? Ja, das ist ein richtig guter Spot, um zu warten. Ja, super. Sieht scheiße aus. Ich bin Kontamination runtergelaufen. Gnu Hälfte liegt in der Tür drin, also die wurde gerade gereinigt, die andere liegt unten drunter. Ich habe eine kleine Frage. Anni, du bist oben Blätter machen gegangen oder so, ne? Nee. Oder Blumen? Ich habe Blumen gemacht rechts, ja. Du hast Blumen. Okay, wer ist dann noch bei dir so? Ich? Nee, kann ich entlasten? Anni kann ich entlasten. Wir waren zusammen in der Anni kann ich auch entlasten, richtig? Aber ich kann den anderen bei dir nicht entlasten. Das war Wozu muss jemand entlastet werden, der oben ist? Matteo? Wo kommst denn du so her? Ja, da bin ich dabei. Matteo, was hast du gemacht? Ja, ich kann euch sagen, was passiert. Ich bin Blesk und Anni entgegengelaufen, oben bei Admin. Bin runtergelaufen, hab die Drähte gemacht, bin dann wieder hochgelaufen in den Raum, in dem Anni drin war, wo die O2-Sachen sind. Weil dann hättest du mir entgegenkommen müssen. Bin ich dir wahrscheinlich. Nee. Ich bin nicht gewendet. Blesk, hast du Matteo gesehen, wie er da hochgelaufen ist? Ja. Blesk, wo bist denn du gerade? Ja, Matteo war ja auch am beim ersten Tag in der Cafeteria. Blesk ist am Admin-Panel, genau, den hab ich ja stehen eine sehen. Eine Person ist Cafeteria, zwei Leute waren Reaktor, glaube ich, und irgendwo anders waren auch ein paar. Ja, aber Blesk und Anni, ihr habt mich ja gesehen, als ich runtergelaufen bin, oder? Matteo, ich blende dich komplett aus, ich weiß nicht, wo du bist. Kann ich verstehen, würde ich auch gerne, ist aber schwer. Ja, danke. Dalu, also, du hast einen Report. Und deswegen hast du diesen Lautsprecher da. Ja, genau. Hast du Gnu, also die Gnu ist die Leiche, wo liegt die denn? Wenn du die Kontaminationszone runterkommst, in der Tür unten. Diese beiden. Das ist halt ein Vent und der Schirm geht halt überall hin. Und Dalu hat auch mit mir den Reaktor deaktiviert. Ich glaube nicht, dass er da mit mir hochgeht. Wir sind auch beide hochgegangen, da war ja noch gar nichts. Ja. Also wir sind also ja Sepp, durch dieselbe Kontamination gelaufen. Sepp, ich bin da ganz normal hochgelaufen. Weil du bist von oben links aus der Ecke gekommen. Nee, da das stimmt kann man auch nicht hinwenden, tatsächlich. Naja, man kann es überall hinwenden, ja. Da habe ich Sepp auch schon für dran bekommen. Und ja, das ist ja das Ding, also Dalu. Ich habe seitdem du mich da dran gekriegt, das achte ich da wie ein Schießhund drauf. Okay, dann ja, schieß ihn ab! Nein. Was waren eigentlich deine Tasten? Oh Gott, keine Ahnung. Ich war beim. Ich will eine Spicy Mira-Runde. Keine Ahnung, hast du gesagt? Lara, hast du gerade gesagt, keine Ahnung? Ich überlege, was ich zuletzt gemacht habe. Du hast gesagt, keine Ahnung. Zwei Leute haben mich gewotet. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich glaube, dass sich zwei Leute gewotet haben, Matteo. Ja. Sepp, ich würde dir zustimmen, das stimmt wahrscheinlich, ja. Test, hört ihr mich wieder? Ein absoluter Discord-Fan. An alle Crewmates, Grüße gehen raus. Was macht ihr so? Jetzt ist die Zeit knapp. Hier ist nur keiner mehr. Wo sind alle hin? Machen wir mal richtig frech. Also Mäntel ist es nicht. Ich kann Mäntel entlasten. Der hat mich schon längst getötet. Das ist ein riesen Upload. What the fuck?
Der Leute, das kann nicht. Das habe ich jetzt nicht gesehen, oder? Gehen wir mal richtig ham. Das Download-Fenster ist riesig. Das kann doch nicht sein, dass Matteo jetzt draufgegangen ist, ey. Also ich habe einen Report-Button gesehen. Ich war gerade auf dem Weg zu Lights und ich habe Kaya sorry. Ist weggelaufen. Ich habe vergessen zu reporten. Tut mir leid, ich bin einfach ein Noob. Ich sag euch, was ich gemacht habe. Ich bin in dem Y entgegengekommen. Richtig, und pass auf. Ich kam aus dem Office. Ich habe diesen ewig langen Upload gemacht. Wirklich, so einen richtig langen Upload. Und Mental stand die ganze Zeit hinter mir und ich sagte noch, ey, Mental kann ich entlasten, der hätte mich schon längst gekillt. So, und dann mache ich den Upload fertig und dann liegt der tot neben mir und ich Vollidiot reporte nicht, weil ich Trottel, hab's einfach vergessen. Ja, aber du warst unten links gerade, fast vom ich meine, Mental liegt im Office. Mental liegt im Office direkt. Ich weiß, dass das jetzt total scheiße ist. Jetzt lass doch den armen Kaya in Ruhe. Er hat vergessen zu reporten. Jetzt macht man nicht den. Ihr Schweine. Der Kaya hat hier nur vergessen. Leute, ich glaube auch nicht, dass es ein Lara Self-Report ist, weil du halt während dem Download halt reinwenden, killen und wieder rauswenden kannst. Lara, du kamst mir im Y entgegen. Ja, ich habe gesehen. Ich habe Lila gesehen und ich habe mich noch gewundert, warum du wegläufst vom Licht. Moment. Hey, jetzt Lara, mach nicht hier gegen Kaya shooten. Der hat es einfach nur nicht vergessen. Und du bist so kacke. Richtig, was hast du reported, Lara? Was? Ich habe einfach einen Report-Button gesehen. Und dann, jetzt ist Mental. Und wo liegt die Leiche? Direkt vorm Licht im Office. Also, wenn wir das jetzt mal kurz weglassen, dass Kaya die Leiche weggetreten hat. Ja? Also, für den Kill davor schließe ich Basso aus. Kaya, und Basso hätte mich. Gesehen. Die Konversation zwischen uns beiden. Lauter Panik bin ich einfach losgerannt. Basso ist safe cool. Alarm. Und dann bin ich zum roten Fall gerannt und ich Vollidiot habe vergessen zu reporten. Aber Alarm, bei Licht geht kein Alarm. Da sage ich euch gar nichts mehr. Entschuldige. Das war ein Alarm. Nein, ich sag euch nichts. Licht machst du übrigens im Office wieder aus, Kaya. Da, wo du rausgelaufen bist. Wie mache ich das? Der rote Pfeil war Richtung Lockerroom oder irgendwo. Nee, das ist, glaube ich, eine andere Task von dir. Sprich, Dalu, Kaya. Nee, Blesk will jetzt. Blesk übernehmen. Ich will hier gar nicht. Ich würde, dass Dalu will, dass Dalu redet. Nein, jetzt, ey, okay, also ich schließe Basso für mich komplett aus, weil, also jetzt klar, man hätte mich töten können, ist immer die Standardausrede, aber der Spot, den ich ihr gezeigt habe, wäre insane gewesen, da hätte man mich nie gefunden, außer es wäre nochmal Reaktor gekommen. Sepp hat hart auf Matteo geschossen, aber ich glaube jetzt nicht, dass du es bist, Sepp, sondern genau andersrum. Du wolltest ihn da verdächtigen. Also ich schließe für mich persönlich Sepp und Basso aus, einfach nur als Gefühl, weil ich bis jetzt bei keinem einzigen Kill dabei war, außer bei dem in Kontamination, wo ich die Leiche reported habe. Lara hat Unge weggemacht. Nein, nicht. Lol. Also Flesk hätte es sein können. Was? What? Das ist ein Knochen. Ey, das kann nicht sein. Ach so. Ja. Das kann nicht sein, das ist das zweite Mal, dass jemand neben mir stirbt, während ich eine Aufgabe mache. Ich weiß, dass die eng. Ich wär's, aber ich schwör's. Ich weiß nicht mehr. Ich bin's nicht. Also langsam. Ich schwör's. Warum läuft man denn von der Leiche weg?
Kaya, nee, warte mal. Wo ist Kaya, die Leiche? Woher weißt du denn, dass die Leiche neben dir liegt? Weil sie eben neben mir lag, als ich die Aufgabe gefinisht habe, in den Laboratory, dieses Steine sammeln. Und du hast wieder nicht reported. Nein, ich habe diesmal reported. Sepp hat reported. Ich hab kurz zugeguckt, wie du auf der Leiche standest, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist es ja gerade passiert. Moment, stopp. Ich glaube nicht, dass Kaya... Sepp, jetzt hör auf. Kaya war bestimmt woanders. Ich erkläre nur, dass... Ich habe auf Report geklickt und ich bin es nicht, oder wie? Nein, Sepp hat reported, er hat das Megafon. Wie unlucky das wäre, wenn Kayas erste Imposter-Runde auf Mira HQ ist. Nein, ich bin der Imposter. Kaya, wieso hast du dich denn dann nicht mehr bewegt? So als Imposter würde ich mich jetzt bewegen, wenn ich da jemanden getötet hätte. Also du standst eiskalt auf der Leiche, so als wenn du sie abdecken würdest oder so. Genau. Nein, also das ist die zweite Aufgabe, die ich gelöst habe. Neben mir wurde jemand gekillt. Und du siehst ja, außer ich glaube bei Weapons, siehst du ja nicht, wer um dich herum wuselt. So. Und ich habe diese Steine, da sortiert und dann die Aufgabe ist erfüllt und dann liegt neben mir wer? Irgendwas Grünes. Vlesk, glaube ich. Vlesk lag neben mir. Und in dem Moment, ich sehe dich, Sepp, ich drücke auf Report und du hast, glaube ich, eine halbe Sekunde schneller als ich auf Report gedrückt. I swear. Oder hast du mich gesehen, wie ich ihn gekillt habe? Nee. Nee, hab ich nicht. Das hab ich nicht. Wieso bist du denn auch... Glaubst du, ich würde den killen und in aller Seelenruhe einfach die Task zu Ende machen? Vielleicht ist es gerade erst passiert, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass du es nicht bist, aber der Kill davor war krasser. Wenn du wirklich weggerannt bist. Sepp war ja auch mit im Lockerroom, also vor dem Decontamination und dann, als das Licht ausging, bist du wieder zurückgelaufen in Decontamination. Alter, Lara, du bist für mich halt ein bisschen sus und ich wollte nicht mit dir alleine sein und ich bin lieber mit Baso in die Schleuse rein. So Kaya. Ja, aber also Kaya ist, glaube ich, Kaya ist hier kein Killer, Leute. Kaya ist es nicht. Hat absolut recht. Ja, Kaya, genau, Leute. Ihr Schweine hier alle. Ich bin's nicht. Kaya ist es nicht. Du musst jetzt jemanden rausschmeißen. Kaya ist es nicht, Leute. Jetzt hör doch mal auf, den armen Kaya zu voten. Nein, nein! Warum seid ihr Schweine? Und Dado Nummer 2. Nein! Kaya war's. Ich hab's gesehen. Ich war's nicht. Alter Chat, das kann doch nicht wahr sein, oder? Wer ist denn so krass? Und killt. Boah, ich wurde aber dermaßen geframed. Wer ist denn so krass, so genial? Sepp, wir machen den Reaktor aus. Komm. Kuckuck, Sepp. Warum drückst du nicht auf der anderen Seite? Holy shit, ihr bist du böse. Das war so lustig. Kaya komplett weggeframed. Das war so fucking lustig einfach. Deswegen hast du Lara nicht verraten, als sie mich gekillt hat. Dalu hat einfach immer direkt neben Kaya alle umgebracht. Bist du eine Sau. Der stand auf der Leiche. Lara war die ganze Zeit sass. Warum haben wir sie nicht gevotet? Nein, Kaya kam von der Leiche weg. Er lief weg von der Leiche. Ja, weil ich... Aber das wäre... Kaya, es tut mir leid. Kaya, es tut mir so. Ja, ich habe immer gekillt, als du an der Task war, habe ich den gekillt, der neben dir stand. Und bin weggerannt. Das wäre die erste Imposter-Runde gewesen, als ob er dann 40 Sekunden gebogen ist. Also, Dalu, an deiner Stelle würde ich es zusammenschneiden und direkt an Netflix schicken als Making a Murderer Staffel 3. Das war ja. Du warst ein perfekter Alibi. Und für mich sah es auch aus, als hätte Kaya getötet. Kaya, der Killer, ey. Ach, Mann, jetzt bin ich schon wieder happy, ja? Jetzt tötet ihr mich wieder als erstes. Lustig, ist alles in Ordnung. Ich habe meinen YouTube-Content. Danke, Kaya. Grüße gehen raus. Oh, nein. Der bringt mich immer als erstes um. Basso, ach. Ich muss halt mal was riskieren, oder? Ne, ich mache erstmal ein Ward. Anni, Unge, Gnu. Ja, moin, diesmal nicht! Haha! Ja, wir sind alle an die Admin-Task gegangen. Ich bin weggegangen, weil ich mir schon wieder gedacht habe, Unge killt mich immer als erstes, das Schwein. Und diesmal bin ich an die Kasse rangegangen, habe das Fenster direkt geschlossen, Schritt zur Seite, er killt, müsste Anni gewesen sein. Ich habe gesehen, dass Unge gekillt. Okay. Ich hab es gesehen und diesmal war nicht ich schuld. Wer war denn alles da jetzt? Du, ich, Unge?
Also, ich hab's nicht gesehen, aber war es ein Double Kill, weil es sind zwei Leute tot? Nein, da ist nur einer gestorben. Okay. Wer war da alles? Dalu? Ich war da. Gnu, Unge, Anni, ich. Aber da war noch jemand. Ja, einer war. Ja, Baso war auch noch da. Aber der Mord war das Blümchen. Kaya, wo warst du gerade? Ich bin gerade nur happy, dass ich es nicht war, Unge. Ich bin in Reactor. Ich habe Unge gesehen das letzte Mal zwischen Locker Room und Communications. Und der war ziemlich schnell. Und ich bin ziemlich schnell rausgegangen. Und ich habe mich noch gewundert, wie schnell der da hingekommen ist. Das war kann jemand Baso decken? Wo war Baso? Baso ist als erstes hochgerannt. Ich war ja mit dabei. Okay, und Sepp, wo warst du? Ich bin gerade Lights und habe noch gesehen, wie entweder Gnu oder Lara in Admin reingegangen sind. Lara? Ich kann es nicht sein, ich war ja oben bei Lara. Lara ist tot, ne? Ja, aber sie ist dann noch gerade in Admin reingelaufen. Also, ich weiß nicht, wen er abgesnackt hat, aber Unge hat den Kill gemacht. Ich glaube, Lara ist der Report, nicht Anni. Wenn ihr Unge jetzt die Runde schenkt, stehe ich ganz schön doof da. Eine Information, die für mich ganz kurz wichtig ist, nur ganz kurz. Lara war also auch oben, habt ihr die auch oben gesehen, ja? Bei Admin, in der Nähe. Ich weiß es nicht. Als das Licht ausging und Unge den ersten Step zu mir gemacht hat, bin ich schnell in Gnu gerannt, in der Hoffnung, dass Gnu abgeschlachtet wird und nicht ich. Aber das Licht war doch wieder an. Ja, danach war das Licht. Dann sind wir zu Admin gegangen, dann sind alle an die Karte gegangen. Ich habe das Fenster geschlossen, Schritt zur Seite und beobachte den Kind. Ich war live dabei, ja, auf meiner Maske. Aber Lara müsste da auch mit bei gewesen sein. Bei mir sah es nämlich aus, als wenn orange oder braun die Sache ist nicht. Guck mal. Also, Leute, ihr kennt mich. Ich dachte erst, dass Dalu vielleicht irgendwas anderes gesehen hat. Ich habe das Licht angemacht und wir sind dann zum Admin-Table gegangen. Das war ich da überhaupt nicht aus. Stimmt, da war ich auch ganz nicht dabei. Ganz kurz, Blesk, hast du niemanden getroffen auf deinem Weg? Ja, Unge hat es nicht angemacht. Das muss ein Doppelkill gewesen sein. Wirklich? Ja, weil Lara stand noch unten. Und oh, ich liebe euch! Ihr seid die beste Crew. Ey, oh, geil. Ich bin echt wieder, jetzt bin ich wieder hyped. Also wenn Lara uns jetzt verarscht, ne, da bin ich richtig sauer wieder. Die Crew ist wieder da. Sie glauben mir, wenn ich was sage. Es ist alles wieder wie früher. Hahaha. Geil. Wenn ich kein Imposter bin, kann ich sagen, was ich will. Feels good. Matteo, sprich dich aus. Nee, ich habe es gerade eben noch mal evaluiert für mich selbst. Pass auf. Ich bin ja zurückgelaufen den kompletten Weg, um zu gucken, ob da eine Leiche liegt im Spawn. Ja? Da bist du mir entgegengelaufen. Hinter mir bei Medbay stand Lara, die gerade vom Medbay runterkam, hat gewartet. Und ich dachte, du bist einfach an ihr vorbeigelaufen und hast sie einfach gekillt. Aber zwei Sachen müssten dafür stimmen. Lara müsste stehen geblieben sein, noch weitere 10 Sekunden. Und du müsstest halt sehr dreist den Kill machen, weil ich habe dich ja gesehen. Und wenn ich dann wieder zurücklaufe und Lara finde, würde ich ja sofort dich verdächtigen. Sorry, also ist keine. Ich verdächtige dich nicht. Und jetzt komme ich nochmal. Okay, doch nicht. Am Anfang stand ich ich lasse dich gleich reden, Dalu. Im Gang und da sind an mir vorbeigelaufen Dalu, dann Unge, dann. Unge kann es nicht gewesen sein, der ist doch tot. Dalu, Unge. Wir haben ja ausgewählt. Dalu, Unge, Slap, Gnu, Lara, Matteo zu zweit. Und dann kam erst der Rest. Also ihr wart auf jeden Fall zu zweit unterwegs. Ihr seid zu zweit aus dem Spawn gelaufen. Dann kommt das ja hin, dass Lara auch mit an das Admin-Table gegangen ist, oder? Ich habe in der letzten Runde schon einmal gesagt, dass ich glaube, dass Dalu Lara reportet hat und nicht Anni, aber das hat irgendwie keiner wahrgenommen. Ja, das war, vielleicht liegen dann beide Leichen, aber deswegen komme ich jetzt ja nochmal zum Sprechen. Weil ich meine, Lara ist nämlich gerade in den Raum bei mir reingelaufen, dann wurde quasi direkt reportet, weil wahrscheinlich dann der Double-Kill auch passiert ist. Okay. Also es war wirklich Dalu. So, also wir sind wieder da. Erste Runde, das Licht ging aus. Unge macht einen gefährlichen Sidestep. Wir gehen alle zum Licht, 4 Leute. Wir machen alle das Licht an, weil alle auf dem Haufen standen. Vielleicht war Killcode noch nicht ready, glaube ich aber nicht. Er hätte da schon killen können. Aber wenn es ein Double Kill sein sollte, war es vielleicht zu gefährlich. Ein paar Leute gehen zum Admin-Table. 3 Leute stehen dran, tippen ihren Code ein. Unge kommt dran, weil ich weggegangen bin. Haut da irgendeinen weg. Gnu hat aber gesagt in der Runde, ja, ich habe gesehen, wie Unge das Licht angemacht hat. Das ist aber Quatsch, weil wir alle auf einem Haufen standen und das Licht war aus. Er war halt mit da, deswegen. Ja, er war mit da, aber er wollte das Alibi haben mit dem Licht.
Du hast ihn gedeckt und du hast ihn auch so ein bisschen protected, dass das nicht hätte sein können. Ich glaube, ja, komm, das sollte ein Double Kill sein und ich glaube, es ist Gnu. Und wenn wir jetzt Gnu rausschmeißen, haben wir eine richtig geile Runde. Alter, und los. Richtig nice Runde. Okay. Okay. Ey, das ist okay. Matteo, ich habe so viele Matteo, Leute schon gedeckt, die auch Imposter waren. Ja, das ist echt lame gerade. Also, wenn wir Gnu jetzt rausworten und es geht weiter, Leute, dann fliegt Dalu aber, ne? Das ist schon klar. Ja, da bin ich dabei, Matteo. Was, aber ich? Dann richtig. Ja, Dalu muss dann aber ich hab Blanke. Nichts gemacht. Ich bin doch cool. Du hast jetzt gerade zwei Leute eliminiert. Yeah! Ja! Stark. Aber let's stark, go! Wie gemacht da? Okay, das war insane. Dalu hat Anni gekillt. Anni hat Anni gekillt. Anni hat Anni gekillt. Unge hat mich gekillt. Aber warum hat auch einen Kill gemacht, Gnu?